Willkommen zurück zu Skyrim Special Edition. Ich bin der Alphirobo und wir reden jetzt mal hier bei Leuten, wir ein bisschen schöner treiben. Was wollt ihr? Bestärkt durch die Gerüchte darüber, wie schwach eure Gilde geworden ist, ist sie deutlich zu dreist geworden. So dumm bin ich nicht. Das Letzte, was ich will, ist ein Krieg mit euren Leuten. Schaut. Ich erzähle euch das nur, weil ich mir Sorgen um sie mache. Glaubt nicht, dass ich eure Taten gut heiße. Kirava hat Familie auf einem Hof in Morrowind. Wenn ihr sie ihr gegenüber erwähnt, hört sie euch vielleicht zu. Ich möchte aber nicht, dass jemand verletzt wird. Der Gedanke daran würde mich umbringen. Okay. Was gibt's? Kommt drauf an. Seid ihr durstig? Ach so. Wenn ihr mich entschuldigt, ich muss mich noch um andere Dinge kümmern. Wollt ihr ein Zimmer oder was zu trinken? Zeigen? Nein. Und das werde ich auch nie. Schert euch raus aus meinem Gasthaus. Uiuiui. Woher in aller Welt wisst ihr von? Bitte. Meine Familie bedeutet mir alles. Tut ihr nichts an. No, machen wir so. In Ordnung. Hier, bringt das zu Brynjolf und sagt ihm, dass ich ihm keinen Ärger mehr machen werde. Sehr schön. 100 Gold, wow. Dann hätte ich auch hingehen können und sagen können, okay, wir zahlen die Schulden selber. So, dann guck ich mal auf die Karte. Auf die Quests. So, optional. Stilhaut, Diebe. Diddle-Statue, zerstöre mir sich kostbare Dreader-Ruine, okay. Ich bin hier der Braumeister. Was wollt ihr? Hey, schaut mich nicht so an. Was zum. Beim Reich zur Seite, des Vergessens. Mann. Was wollt ihr? Ich will nur hier lang. Weil ich muss hier irgendwas eintreiben. Nach Himmelsrund, okay. Warum habe ich jetzt hier lang geleitet werde, ich weiß es nicht. Wo da in dem Gebiet waren, glaube ich, auch noch nicht gewesen, von daher passt es, glaube ich. Ladebildschirm. Ja, hier waren wir auch noch nicht. In der Fischerei von Riften. Da kann man ein bisschen Sachen klauen. Schön, dass ich mal in der Fischerei hier bin, aber nur Obstklaue. Nice. Kann ich eigentlich in die Gebäude rein? Ich glaube nicht, das ging glaube ich jetzt nicht. Alles meins. Leer, schade. So. Fischwasser, okay. Salz. Kartoffeln, Fisch, Äpfel, Fisch, Mehl. Also Mehl im Speckmantel, so weißt du. Sagen wir mal was. So. Ich hätte mich einfach hier überall bedienen darf, einfach, ja. Okay, wer zischt da so rum? Gerberstelle, okay. Noch ein Fischfass, noch mehr Fischfass. Fischfass. So viel Fisch. Oh, hier haben wir alles. Wer bist du eigentlich? Die Bäume. Sie sind hier wunderschön. Erinnert mich an den Herbst daheim. Okay, interessant. Erzähl mir mehr davon. Okay, das ist nichts Interessantes dabei. Schade. Ah, hier ist noch eine Fischerei. So, das nehmen wir mit. Hilfe. Wie kommt diese eine Kohle hin, frage ich mich. Aber egal. So, Fischfässer. Gibt es auf jeden Fall sehr viele Zutaten. Kann sein, dass die eine gerade von mir so ein bisschen wegläuft. Ich hätte es zurücklassen können. Ich hätte es wieder dorthin stecken können, wo es herkam. Warum? Ihr müsst das Lexikon nehmen. Befreit mich von meiner Last. Was für ein Lexikon?
Die Erinnerungen. Ich halte sie nicht mehr aus. Bringt sie weg von hier. Zurück nach Avanchensel. Okay. Ihr müsst mir das Lexikon abnehmen. Bitte, nehmt es. Jetzt. Na gut, nehmen wir es mal. Ihr müsst es nach Avanchensel im Westen bringen. Bringt es ihnen wieder. Es muss dorthin zurück. Okay, neue Quest begonnen. Sehr schön. Geh ich jetzt auch welche Stimmen zum Hören? Hi. Was braucht ihr? Nix gerade. Aber danke der Nachfrage. Oh. Wo kommen wir hier hin? Ich sag, hier komme ich statt nach Riften, oder? Ja, okay, gut. Wer bist du? Ach, Maul. Die reden. Schließ zuerst die Auftritte für Brynjolf ab. Okay. Warum ist Brynjolf so schön? Lagos, komm mal rein. Schade eigentlich. Jetzt hier kommen wir ins Wasser. Nebliger See, ja. Bestimmt auch gefährlich. Aber warum? Das hat mich einfach nur falsch geleitet, der Arsch hier von Karte. Wir gehen trotzdem mal hier rein, in die Fischerei. Die interessiert mich auch noch. Okay. Ich kann Lachs hier rumschubsen, lol. Jetzt gibt es sehr viele Fische, wie es scheint. Ne, den Besen wollte ich eigentlich nicht. So, Krabben, Krabben, Krabben haben wir hier. So viel Fisch. Ach, halt, ich kümmere doch. Es ist unsere liebste Begleitung. Kaufvertrag. Okay. Guck mal, der Fisch hat sogar Wasser. Ach, hier sind noch kleine Fische sogar drin. Nice. Den Schirr rein? Wer bist du? Seid gegrüßt. Ach, da Menge auch noch Fische. Im Moment stellen wir niemanden ein. Wenn ihr also nach Arbeit sucht, habt ihr Pech. Der ist aber auch sehr zuvorkommen, muss ich sagen. Dass mich darauf hinweist, so und so. Macht nicht jeder. Ist sehr freundlich. Ich bin auch sehr freundlich, dass ich mich einfach hier an den Fischen bedienen darf. Einfach so. Ach, oh, komm hier. Das ist ein Paradies für mich. So. Was ist mit Thinking, Thinking, Thinking? So, hallo Fischi. Okay, da haben wir welche Lachse, die schön sehen. So, da haben wir noch mal eben schnell Luft. Weil du hast ja, wie man sieht, auch hier keine Luftanzeige irgendwie. Haben wir jetzt alles? Ja, scheint so. Okay. Hallo. So. Gut, wir wollen den aber noch nicht machen. Muss ich gestehen, den, also den Auftrag da hinten, oder? Was soll denn das hier? Ja, warte, ich guck ihn. So, hier muss ich das. Kauf Holz für den Hamburg Haus. Okay, da kann ich Holz für mein Haus kaufen. Ich auch wieder ein Stück wandern, ne? Uiuiui. So, hier habe ich das noch zu tun. Hier haben wir noch die Dings noch zu tun. Oh, ich habe so viel zu tun. Okay, ich muss zurück nach Riften, wie es scheint. Warte, das ist nur. Ist das Ding gerade bewegt? Was ist los? Drachen? 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 Alarm!
So, wo muss ich jetzt hin? Ups, spüre da mal Handy rum. So, hier haben wir noch. Früher war ich auch ein Abend. Ne, da will ich nicht. Dort ist das. Doch, hier gehen wir mal rein. Man sagt, Ulfric Sturmmantel habe den Großkönig getötet mit seiner Bärsi. Was für ein Bärsi? Bärsi. Zerstöre Berrys kostbare Dwen-Rune. Wenn ich das Geld hätte, würde ich zahlen. Das ist völlig unnötig. Oh. Bezahlt sie einfach, Berrys. Nein! Diese Urne war unbezahlbar. Unfassbar, was sie da getan hat. Ihr seid wahre Monster! Ich soll Schutzgeld zahlen? Ihr könnt euch doch noch nicht mal selbst schützen. Hier habt ihr euer Geld. Sagt Brynjolf, er soll uns in Frieden lassen. Ihr gebt und gebt, Berrys, und sie nehmen und nehmen. Wann soll das aufhören? Was soll ich denn machen, Weib? Mich mit der Gilde anlegen? Mir einen nach dem anderen vornehmen? Ich meine das nicht so. Wir müssen einen Ausweg finden. Redet doch mit Layla. Layla hat genauso wenig Ahnung wie Verstand. Nein, wenn überhaupt, dann müssen wir die Dinge selbst in die Hand nehmen. Okay. Ich hoffe, euer Besuch hat diesmal einen freundlicheren Grund. Oh. Ich habe ja alles einprägsam, nicht wahr? In meiner Jugend war ich Fischer. Ich hatte ein wunderschönes Boot, die kräftige Krabbe. Aber man wird ja leider nicht jünger. Ich habe den Kahn schließlich verkauft und den Fischladen hier eröffnet. War früher ein Pfandhaus. Der Name gefiel mir irgendwie, da habe ich ihn beibehalten. Und so das Gold für ein neues Schild gespart. Es wäre klüger gewesen, wenn ich das Boot behalten hätte. Es war ein großer Fehler, in diese Stadt zu ziehen. Mhm. Die richtige Frage wäre, was stimmt denn mit Rifthorn? Die Stadt ist korrupt, durch und durch. Alle sind nur mit sich selbst beschäftigt. Und damit, möglichst viel Profit aus dem Leid anderer zu schlagen. Die Obrigkeit? Sagt mal, hört ihr mir eigentlich zu? Die sind doch alle korrupt. Alle, ohne Ausnahme. In dieser Stadt kommt man nur weiter, wenn man nicht aufmuckt und die richtigen Leute schmiert. Okay. Die in ja, das haben wir Stadt schon. Kommt man nur weiter, wenn man die Kerle. Jetzt sind sie nichts. Man müsste bloß seinen die Kerle. Oh, come on, Spiel. Man müsste bloß seinen die Kerle. Er will einfach nicht runter. Man müsste bloß seinen kleinen so nennen. Danke. Vor langer Zeit war das. Die Gilde hat dort jede Menge Schurken postiert, die nicht gut genug mein sind, Mann, um beizutreten. Mann, Berrys bringt mich noch ins Grab. Passt auf euch auf, wenn ihr da runtersteigt. Ich nicht genug. Ich hoffe, Brynjolf erstickt an seinem Gold. Wird er bestimmt. Oh, sehr schön auf jeden Fall. Und schaust du, hast du so eine Holzlatte vor der Fresse. Da müssen wir noch irgendwo hin. So. Ach, Helga, genau. Ihr seid es. Bitte tut mir nicht weh. Nicht Lady Dibella. Nein, bitte. Ich darf sie nicht verlieren. Ich habe schon verstanden. Da habt ihr euer Gold. Ich hoffe, ihr erstickt daran. Na, so schön. Na du? Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Ich dachte, wie hier, wenn ich hier mal hinkomme, gibt es noch so ein Drama. Ich dachte, hier gibt es noch Drama, Baby. Cool, ja, da warst du schon. So, mach mal den hier. Schups. Hä? Achso, hier sind einfach Treppen. Ich glaube, den mach noch. Hui. Natürlich, natürlich. So. Kauf und verkauf ich. Dann sind wir jetzt, sollten wir jetzt echt ein Mitglied der Diebesgilde sein, ne, Wald? So, es wird zu nervt, dass ich jetzt mal hier langklatschen muss. Erstmal. Aber ich habe bald diese
Quicktime-Ding schnell hinter mir. Ups. So. Musste jetzt sagen. Ach, Sophia, bitte halt doch mal den Mund. Warum? Weißt du, jetzt gerade war die ganze Zeit ruhig. Ja, wenn ich hier irgendwie mit ihm am Quatschen bin, dann labert die mir alle. Labert die mir in die Backe, ey. So. Hey. Ihr habt den Auftrag sauber erledigt und das Gold abgeliefert. So mag ich das. Leichen verschwinden zu lassen und die Wachen zu schmieren kann teuer werden. Der Wein ist besser. Gut gemacht. Und auch ich schulde euch etwas. Hier, die könnten euch recht nützlich sein. Das kriegen wir. Gift, Exzente, okay. Wenn man bedenkt, wie ihr die Ladenbesitzer im Griff hattet, habt ihr mehr als nur euer Können unter Beweis gestellt. Leute wie euch brauchen wir in unserer Gruppe. Keine Erstattungen. Das ist die richtige Einstellung. Der Diebstahl liegt euch im Blut. Ihr seid ein echter Nazi. Ein Brief. Ihr werdet bestimmt gut zu uns passen. Jeder weiß doch über euch und Brynjolf Bescheid. Woran denkt ihr? Und nun hört endlich damit auf. In letzter Zeit gab es eine Durststrecke, jedoch nichts Besorgniserregendes. Wisst ihr was? Ihr bringt uns weiterhin Geld und ich kümmere mich um alles andere. In Ordnung? Sehe ich etwa aus wie ein Anführer? Wenn es keine weiteren Fragen gibt, folgt mir einfach und ich zeige euch alles. Okay. Ich werde es Ihnen weitergeben. So, hier unsere Lieferung, okay. Ich folge dir. Ihr solltet erst mit Mercer und Brynjolf reden. Wir können uns später unterhalten. Macht dabei jetzt hier den Schrank auf? Ja, macht die Vorratskammer auf. Ich erkläre euch alles, dann könnt ihr eure Fragen stellen. Alles erledigt, Boss. Ich habe ihr das Paket gegeben, wie er es gesagt hat. Okay. Gut. Hat sie irgendwas gesagt, was wir wissen sollten? Ja, sie sagte, der Jarl hätte einen Überraschungsangriff auf uns geplant. Wurde aber von ihr und abgehalten. Sie hat uns viel Ärger erspart. Das hat sie in der Tat. Okay, was haben wir hier? Ich erzähl's Brynjolf. Schön, dass wieder mehrere Handlungsstränge auf einmal passieren. Nichts Interessantes für mich. Truhe. Gold. Das Fell und den Honkerzahn mit. So, den Kohl. Hier im Schrank haben wir auch nichts Interessantes. Ja, jetzt haben wir uns das Unnütze mitgenommen. Den Eimer haben wir mitgenommen. Den Besen. Ups. Was hab ich jetzt weggetan? Ich hab da noch was anderes jetzt hingelegt. Oder? Ich kann noch irgendwie so einen Amethyst oder so weggetan. Krug weg. Okay. Das ist also der. Ich meine, ich hätte gerade irgendwas Wichtiges weggelegt. Die Tresche oder so? Ne, habe ich auch alles. Eisenbahn haben wir auch. Ach, also dann sollte es wahrscheinlich nicht so wichtig sein. So. Da sollen wir jetzt rein, okay. Bleibt hinter mir. Es ist nicht mehr weit. Okay. Well, this is fun. You and me just walking around doing stuff to each other. Okay, wer ist das? Ach ja, hier, das ist die richtige Diebesgilde, genau, stimmt ja. Ich erinnere mich. Schrank des Suchen. Lederstreifen, cool, danke. Schrank des Suchen. Schade, nix. Stimmt, das ist die richtige Diebesgilde. Ich hatte die ganz vergessen gehabt. Von dieser Person hier habe ich euch erzählt. Unser neuer Rekrut. Das wird hoffentlich nicht schon wieder eine Verschwendung von Gildenmitteln, Brynjolf. Bevor wir weitermachen, will ich eines absolut klarstellen. Wenn ihr euch an die Regeln haltet, seid ihr am Ende reich.
Wenn ihr die Regeln brecht, verliert ihr euren Anteil. Kein Wenn und Aber, keine Diskussion. Ihr tut, was wir sagen, wann wir es sagen. Habe ich mich klar und deutlich ausgedrückt? Jawohl, Sir. Gut, dann ist es wohl an der Zeit, euer Fachwissen auf die Probe zu stellen. Wartet mal, ihr redet doch nicht etwa über Goldenglanz, oder? Selbst unsere kleine Vex ist da nicht reingekommen. Ihr behauptet, dass dieser Rekrut eine Begabung für unser Geschäft aufweist. Denn dann soll er es beweisen. Okay, mach es selbst. Goldenglanz ist für einen unserer größten Kunden enorm wichtig. Allerdings hat sich der Eigentümer plötzlich entschieden, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und uns auszusperren. Wir müssen ihm eine Lektion erteilen. Brynjolf wird euch die Einzelheiten erklären. Mercer, habt ihr nicht etwas vergessen? Hm? Oh, ja. Weil Brynjolf mir versichert, dass ihr ein großer Gewinn für uns seid, könnt ihr mitmachen. Willkommen in der Diebesgilde. Willkommen in der Familie, Bürschchen. Ich erwarte, dass ihr reichlich Geld einbringt, also enttäuscht mich nicht. Ganz einfach. Tut, was man euch sagt und haltet eure Klinge sauber. Wir verdienen unser Geld nicht mit Mord. Ihr solltet mit Delvin Mallory und Vex reden. Sie kennen sich aus und können euch ein paar zusätzliche Aufträge verschaffen. Ja, nein, endlich. Oh, und sprecht mit Tonelia in der zersplitterten Flasche. Sie kümmert sich um eure neue Rüstung. Okay. Gut, Goldenglanz ist eine Imkerei. Dort liefern die verdammten kleinen Biester ihren Honig ab. Das Gut gehört einem großmäuligen Waldelfen namens Aringoth. Ihr müsst ihm eine Lektion erteilen, indem ihr drei der Bienenstöcke niederbrennt und den Tresor im Haupthaus leerräumt. Hä? Der Haken besteht darin, dass ihr nicht einfach alles niederbrennen könnt. Der bereits erwähnte und wichtige Kunde Mercer wäre in diesem Fall außer sich vor Wut. So läuft das hier aber nicht. Die Gilde braucht Übereinkünfte mit einflussreichen Personen, damit alles problemlos läuft. Oh, ups. Ich habe euch gerade verlesen gehabt. Mit Unterstützung bekämen wir ernste Probleme. Okay, hab verstanden. Maven möchte, dass Aringoth am Leben bleibt. Wenn er euch jedoch daran hindert, den Auftrag zu erledigen, tötet ihn. Für die Gilde hängt viel davon ab. Lasst mich nicht dumm dastehen, indem ihr es vermasselt. Gut, Goldenglanz hat der Gilde Unmengen eingebracht. Man könnte es als unser bestes Geschäft bezeichnen. Dann zahlt Aringoth aus heiterem Himmel unseren Anteil nicht mehr. Mercer war nun verärgert, um es milde auszudrücken. Also haben wir Vex geschickt und dann herausgefunden, dass er Söldner angeheuert hatte, um das Gut zu bewachen. Genau. Aringoth hat die Wachen zum Teufel gejagt und die gesamte Insel befestigt. Vex ist gerade noch mal mit dem Leben davon gekommen. Ihr solltet mit ihr reden, bevor ihr geht. Sie sind wie kleine Festungen aufgebaut, um dem Wetter zu trotzen. Ihr Schwachpunkt ist jedoch das Feuer. Außerdem wird eine riesige Rauchsäule den Einwohnern von Rifton perfekt verdeutlichen, dass wir es ernst meinen. Ich gebe euch einen guten Grund. Maven Schwarzdorn. Wenn wir alle Bienenstöcke abbrennen, muss sie den Honig für die Brauerei importieren, was ihren Gewinn schmälert. Sie sind wie klar. Oh. Außerdem wird eine riesige. Ich gebe euch. Wenn wir ja, alle ja, Bienenstöcke ist mir. Abbrennen. Sie sind wie. Hä? Außerdem warum macht ihr das jetzt jedes Mal? Wenn wir alle Bienenstöcke abbrennen, muss sie. Wir hatten eine Vereinbarung mit Maven und achteten auf Gut Goldenglanz, um den Honig fließen zu lassen. Wenn es Probleme mit den Arbeitern gab, haben wir uns darum gekümmert. Mitbewerbern, die Honig von Aringoth kaufen wollten, stahlen wir die Ladung. Im Gegenzug ermöglichte es uns Maven, Aringoth zu erpressen und reichlich Geld zu scheffeln. Hm. Sagen wir es mal so. Nichts geschieht in Rifton ohne Mavens Zustimmung. Ein Wort von ihr und ihr könnt den Rest der vierten Ära im Gefängnis verbringen.
Sie sind wie Boah, Junge. Warum macht er das jedes Mal? Was meinst du, dass ich mir jetzt sage? Ehrlich, Bürschchen. Da kann ich mir ja gleich selbst die Kehle durchschneiden. Von wem kommt denn dieser seltsame Auftrag? Sibby hat also endlich den Mumm, seine Zähne zu zeigen. Was? Das klingt wie eine Familienangelegenheit und ich möchte nicht, dass die Gilde darin verwickelt wird. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Okay. Erwartet nur nicht, dass wir euch helfen, wenn Maven euch hinrichten lässt. Nett. Gut. Seid auf der Insel vorsichtig. Hey, keine Gefangenen. Ich will mit euch reden. Jetzt! Ich hatte mich ihnen vor vielleicht 10 Jahren angeschlossen. Ein kleiner Clan, vielleicht 20 Leute. Wir haben Dörfer überfallen, Karawanen ausgeraubt. Aber für sie war das Töten immer das Wichtigste. Da steht mich nicht falsch. Die ersten Jahre bei diesem Clan waren einige der schönsten Jahre meines Lebens. So viel Speisen, wie ich essen, so viel Wein, wie ich trinken und so viele Frauen, wie ich beglücken konnte. Es war Frühling, als wir eine Karawane ausgeraubt haben. Ich glaube, es waren ein paar Wagen mit einigen Bauern, die in ein anderes Dorf zogen. Sie waren keine große Herausforderung. Am Ende waren nur noch die Frauen und Kinder übrig. Dann hat der Anführer unseres Clans, Gartek, uns befohlen, auch die zu töten. Nein, normalerweise ließen wir sie laufen. Ich weigerte mich und Gartek befahl dem Clan, mich ebenfalls zu töten. Zum Glück hatte ich einige Freunde im Clan, die sich sofort auf meine Seite geschlagen haben. Wir haben einander in Stücke gehauen. Als es vorbei war, sind die Überlebenden einfach ihre eigenen Wege gegangen. Ich habe seinen Kopf auf einem Speer bei den Überresten der Karawane zurückgelassen. Ich habe nie erfahren, was aus den anderen Überlebenden geworden ist. Sie haben wohl, wie ich, einfach ein neues Leben angefangen. Okay. Und deswegen musst du jetzt mit mir reden? Jeder zettelt ein paar Schlägereien an. Ihr schlagt hier richtige Wellen. Das gefällt mir. Wenn ihr euch mal unterhalten wollt, egal worüber, sagt einfach Bescheid. Ihr wisst bereits alles, was ich euch beibringen kann. Ja, wir sind ja schon relativ gut geskillt. Er rührt von einem Auftrag her vor ein paar Jahren. Sollte eigentlich bloß ein simpler Einbruch werden. In ein Haus in Windhelm. Ich arbeitete mit Vex zusammen und wir sind ohne Schwierigkeiten reingekommen. Wir fanden die Beute und machten uns aus dem Staub. War es auch, bis wir wieder draußen waren. Das Haus war von der Stadtwache umzingelt. Der Kunde hatte uns verraten. Vex meinte bloß, ich solle laufen. Also lief ich. Die Hälfte von denen jagte mir hinterher, die andere Hälfte ihr. Ihr macht wohl Witze. Vex hatte sie im Nu abgehängt. Sobald sie in die Schatten tritt, verschwindet sie einfach. Ich lief und lief. Schnurstracks durch die Tore von Windhelm. Den ganzen Weg zurück nach Rifton. Vex wartete schon in der zersplitterten Flasche auf mich, als ich reinkam. Schweißgebadet. Die haben mich alle bloß angeguckt und losgeprustet. Naja, ich hatte vergessen, dass wir unsere Pferde gleich außerhalb von Windhelm angebunden hatten. Vex ist mit ihrem zurückgeritten und war Stunden vor mir da. Und daher trage ich diesen Spitznamen. Erhaltet die Geschichte für euch, ja? Aber warum erzählst du uns die einfach? Ich würde gar nicht erst versuchen, die Bienenstöcke mit einer Waffe klein zu hacken. Steckt sie einfach an! Die brennen wie Zunder. Da braucht ihr eigentlich nur mit einer einzigen Person zu sprechen. Tornelia. Sie ist die Hehlerin der Gilde. Oh, eine Hehlerin. Stellt ihr euch gut mit ihr, wird sie euch reich machen. Aber wenn ihr versucht, sie übers Ohr zu hauen, bekommt ihr es mit der ganzen Gilde zu tun. Okay, danke. Kommt jederzeit zu mir zurück, wenn ihr Diebestraining benötigt. Unterhalten wir uns einen Moment. Hört mal, ich kenne euch doch gar nicht. Ich kenne eigentlich niemanden hier so richtig. Was kümmert es euch überhaupt? Wir sind schließlich nicht verwandt. Das ist nur ein Geschäft. Ihr wollt also über mich Bescheid wissen. Gut, ich erzähle es euch. Ich erzähle euch von der Zeit, als ich ein junges Mädchen war, gerade erst 20, das auf einem Schweinehof mitten im Nichts lebte. Unsere Familie hatte kaum ihr Auskommen. Wir aßen dieselbe Pampe, die wir auch an das Vieh verfütterten. Lecker. Wartet ab.
Es wird noch viel besser. Räuber überfielen unseren Hof und brachten meine gesamte Familie um, die nie auch nur einen Finger gegen sie erhoben hatte. Und jetzt kommt das Beste. Mich nahmen sie als Kriegsbeute mit und taten mir 14 Tage lang Gewalt an. Reichten mich von einem Räuber zum anderen durch, wie... werde ich mir vielleicht woanders arbeiten. Schon gut. Ich musste es wohl mal jemandem erzählen. Eine solche Last mit sich herumzuschleppen, das tut nach einer Weile richtig weh. Zerreißt einen innerlich wie ein Dolch im Herzen. Im Lauf der Zeit habe ich mir ihr Vertrauen erworben. Dann griff ich mir eines Nachts ein Messer, wartete, bis alle schliefen, und schnitt ihnen die Kehlen durch. Zu diesem Schweinehof bin ich niemals zurückgekehrt, wisst ihr? Ich gehöre nicht mehr dorthin. Das also ist meine traurige Geschichte. Was sagt ihr? Es schien alles sicher, das schwöre ich. Ich hoffe für euch, dass das nicht eine weitere Verschwendung ist. Vielleicht eines Tages, aber nicht heute. Okay. Ich hoffe, wir laufen uns wieder einmal über den Weg. Ich darf mich am Essen biegen, cool. Hier ist noch nichts drin, okay. Schauen wir uns mal hier ein bisschen um, würde ich sagen, noch. Was haben wir hier? Tomätchen, Salz, okay. Noch hier ist ein Schießbude. So. Machen wir hier. Zack. Nehmen wir alles mit. Ach, hier sind so Übungstruhen, glaube ich, waren das sogar. Wollen wir alles mitnehmen? Meister, okay. Easy ist der Meister für uns scheinbar schon. Ah, falsche Richtung, okay. Zack. Und hier sind noch die Sachen drin. Zack. Oh, Experte, okay. Das ist wenigstens hier so eine Dwedra-Schatzkiste aussieht, weil die würde ich wahrscheinlich übersehen einfach. Da kann man nicht rein, da kann man nicht rein. Ja. Aha! Mit der Schale. Wieder. Ein paar nette Sachen auf jeden Fall. Okay, cool. Könnte man auch, kann man auf jeden Fall gebrauchen. Also, Kohle nehmen wir mit. Lederstreifen nehmen wir mit. Stehen die durchsucht gehabt? Na, die Schallglas nehmen wir mit. So. Weil ich es einfach nur kann. So, und. Nehmen wir mit. Sieht verzaubert aus. So, nehmen wir mit. Was haben wir hier? Schlossknacken nochmal verbessert. Nice. Und bald das Schlossknacken auch perfektioniert. Würde ich mal sagen. So, was ist mit dir? Wer bist du? Ihr seid ein zäher Brocken. Ach, du bist das. Respektiere ich. Ihr bringt der eine Menge Geld und sorgt dafür, dass wir gut dastehen. Kommt zu mir, wenn ihr was braucht. Ich hab zwar noch gar nichts gemacht, aber hey, egal. Warte, ich spreche nochmal eben schnell, bevor ich anfange rumzuklauen. Besser ist es. So, was hat er denn? Amethyst, Dietrich, Saphir. So eine Falle kann er behalten. Lalalalalala. So, was haben wir denn hier noch? Fleisch, egal. So, was haben wir hier? Ich hoffe, es ist wichtig. Ich habe ziemlich viel zu tun. Nehmen wir einfach mal mit. Lesen. Nehmen wir mal mit. Habt ihr nichts Besseres zu tun, als mich zu stören? Ich störe doch gar nicht. Ich bin einfach nur hier am Gucken. Und am Leerräumen. Und noch ein Brief. Augen auf. Behalte Saphir im Auge. Sie hat es faustig hinter den Ohren. Möglich verbirgt sie etwas. Ja, da habt ihr sogar recht. Sie hat ja gesagt, ne? Jetzt hab ich meine Waffe da hingehangen, ne? Ich hab meine Waffe da hingehangen, oh nein.
Nein, Waffen da. Bekommen wir Schürze. Zack, gut. Alles wieder gut. So, Öri mit dir. Wenn ihr Diebestraining benötigt. Jetzt haben wir schon gehört, wer bist du? Kommt mal kurz her. Wenn ihr noch ich zeige euch, was ich weiß. Das ist jetzt ein Schmeister auch gut. War auch schon 62, wow. Ich habe in Walenwald in der Kellerei meines Vaters gearbeitet. Glaubt mir, unser Wein war der beste, der jemals eure Lippen benetzt hat. Es lief gut. Ich verdiente viel, hatte ein großes Anwesen und war sogar mit einer hübschen jungen Dame verlobt. Weil es eintönig war. Jeder Tag lief nach der gleichen langweiligen Routine ab. In der Kellerei arbeiten, Besuche bei Freunden, Feste mit Leuten, die mir egal waren. Ich wollte ein bisschen Spannung, etwas Gefährliches. Okay. Ich schloss mich einer Gilde in Walenwald an. Ich glaube, sie nannten sich die Silbernen Mondsicheln. Ich habe viele Jahre für sie gearbeitet. Der Verdienst war prächtig, aber das war mir egal. Ich habe das Gold nicht wirklich gebraucht. Ich war bei ihnen, weil es passte. Ich fühlte mich lebendig. Okay. Tja, nach einer Weile bekam mein Vater mit, was ich tat. Eines Nachts stellte er mich vor eine Wahl. Ich konnte Walenwald verlassen oder mich von ihm ins Gefängnis bringen lassen. Er gab mir einen Tag, um mich von allen zu verabschieden. Immerhin etwas. In Himmelsrand landete ich dank eines Kontakts aus der Zeit bei den Mondsicheln. Das war der gute alte Delvin. Er stellte mich Gallus vor und das war es. Seitdem bin ich hier. Und wisst ihr was? Trotz allem, was ich zurückgelassen habe, bedauere ich es kein bisschen. Der Honig von diesem Stück Fels wird für die Herstellung des Schwarzdornmets verwendet. Übrigens der köstlichste Met in ganz Himmelsrand. Okay. Wenn Reden nicht ausreicht, um aus dem Schlamassel zu kommen, könnt ihr bei Delvin, Vex oder Vipir trainieren. Wenn ihr Übung beim Öffnen von Schlössern benötigt, sucht das Trainingszimmer auf. Das hat mir schon mehr als einmal geholfen. Das Trainingszimmer haben wir schon mal gefunden. Wenn ihr mal Bogentraining benötigt, fragt mich einfach. Hört zu. Wenn ich euch vorhin etwas grob bekommen bin, lag das nur daran, dass ihr neu seid. Versteht ihr, was ich meine? Ihr kommt von einem Auftrag, hä? Ich hoffe, es ging alles gut. Der hat aber viele Pfeile. Muss man nur mal sagen. So, wer bist du? Ja, eine Minute sollte ich entbehren können. Ich glaube, ihr seid in Ordnung. Nehmt euch einen Stuhl. Das ist eine längere Geschichte. Okay. Als ich in diesem Geschäft anfing, war ich eigentlich nicht an der Gilde interessiert oder daran, ein Dieb zu sein. Ich wollte auch nicht andeuten, dass ich ein ehrliches Leben führte. Mit meinem Geschick im Aufbrechen von Schlössern war ich ein Naturtalent in Sachen Gefängnisausbrüchen. Und habe mir auch ein hübsches Sümmchen damit verdient. Das bedeutet, dass ein Kunde euch dafür bezahlt, dass ihr verhaftet und in ein Gefängnis geworfen werdet, nur um wieder auszubrechen. Normalerweise tut man das, um jemanden zu befreien, an dem Kunden etwas liegt. Und manchmal... nun, um jemanden in seinem Namen zu töten. So oder so kommt es aber auf die Flucht an. Und hier konnte ich mein besonderes Talent nutzbringend anwenden. Nun, als Gefängnisausbrecher arbeitet man auf eigene Faust. Es gibt keine Gilde, die einem Rückendeckung gibt. Ich erledigte Aufträge für die Diebesgilde und für die Dunkle Bruderschaft. Aber wenn nicht alles wie geplant verlief, war ich auf mich allein gestellt. Der letzte Gefängnisausbruch, den ich versuchte, ging schief. Ich war 3 Jahre lang in Hochfels eingekerkert, bevor sie mich gehen ließen. Danach habe ich mir geschworen, das nie wieder zu tun.
Ich weiß nicht, ich glaube, mir war klar geworden, dass mir im Alltagsleben meine Talente als Dieb mehr einbringen würden als als Assassine. Jemanden in einem Gefängnis zu töten ist viel einfacher als das, was die dunkle Bruderschaft tut. Ich wollte wohl lieber auf Nummer sicher gehen. Ich kannte Delvin bereits, fragte ihn, ob ich eintreten dürfte, und das war's. Okay, interessant. Wir sprechen uns sicher wieder. Ups, Tasten. Ich hoffe, es ist wie. Ich habe ziemlich viel zu tun. Hallo. Ich möchte wissen, warum ihr eure Zeit vergeudet, mich darüber auszufragen, wenn ihr eigentlich schon auf dem Weg dorthin sein solltet. Ich bin halt einer, der Informationen sammelt. Was ist das hier? Okay, komm ich nicht hin. Das Wasser ist leer, mit dir habe ich schon geredet, Da hinten drin waren wir auch, da kommen wir raus. Das ist hier. Überall Truhen. Teufel und Dietrich. Oh. Eine sehr schöne Truhe. Sehr schöne Truhe. Ist auch noch eine Truhe hier. Nehmen wir auch mal mit. Okay, auch noch interessant. Was haben wir hier noch? Was hier dran? Scheinbar schon. Da hatten wir auch alles schon. So, gehen wir mal hier hin. Schrank. Nee, danke. Nee, danke. Aber die sind doch gestartet, ja. Die gibt es zur zersplitterten Flasche. Okay, was haben wir denn hier? Eine Truhe. Ja, nett. Haben wir Briefe, mögliche Konsequenzen, okay. Nehmen wir auch alles mit. Danke, danke, danke. Nein, ich wollte die Kinderkleidung nicht mitnehmen. So, was haben wir denn jetzt hier? Das ist bestimmt irgendwie Scheiß dabei. Da zum Beispiel. Okay, das passt alles. So, hier, egal. So, so viel haben wir schon. Von einem Auftrag, ne? Ich hoffe, es geht nee. Alles gut. Dann komm ich nach Riften, okay. Was haben wir im Schrank drin? Nix. Okay, gut. Ja, dann gehen wir nochmal in die zersplitterte Flasche, würde ich sagen, ja. Denn da sind auch Vex und Timolia, oder wie sie hieß. Ich weiß nicht mehr. Mit dem wollen wir nochmal reden. So. Alle Augen sind auf euch gerichtet. Enttäuscht uns nicht. Warum sitzt du in dem Tisch? Ihr seid also der neue Rekrut. Jawohl, Ma'am. Es sieht so aus, als ob wir uns gut miteinander vertraut machen müssen. Ich bin hier unten der Hehler. Wenn ihr etwas habt, das euch nicht wirklich gehört, zahle ich dafür. Abzüglich eines kleinen Gildenanteils, versteht sich. Ab und zu kann ich für eine kleine Gebühr auch einige für unsere Branche nützliche Dinge anbieten. Natürlich. Wie wäre es, wenn ich euch von Heuler niederschlagen und in die Zisterne werfen lasse? Ich bin schon lange im Geschäft und habe alles gesehen. Ihr könnt auf hart machen, auf intelligent, was immer ihr wollt. Letzten Endes interessiert uns hier unten nur, wie viel Gold ihr uns einbringt. Gut, dann gibt es nicht mehr viel zu sagen. Okay, Mann. Hier ist eure Rüstung. Oh, sorgt Rüstung. Dafür, dass ihr sie gut nutzt. Yeah. Ich kann nicht mehr rennen, nice. Ich habe Münzen und ich habe Waren. Mal sehen, ob wir uns einigen können. Okay, sonstiges. Dietriche, ja, Dietriche brauchen wir eigentlich nicht mehr. Bekleidung, Liebesgildenkappe. Das finde ich auch cool. Wird um 15% verbessert. Heißt das nicht eigentlich, dass jetzt Taschendiebstähle 100% bei mir funktionieren? 3K wird um 20 Punkte erhöht, das ist auch schon nett. Ja, gucken wir noch, wie wir machen. So. Ihr könntet mit Delvin oder Vex sprechen, wenn ihr Arbeit sucht. Okay. Wenn ihr trainieren möchtet, ist das hier unten auch möglich. Delvin, Vex, Niruin und Vipir können euch helfen. Jawohl, Ma'am. Mhm.
Ich bin zu voll, stimmt ja. Ja, stimmt, ich könnte auch ein paar. Bevor wir anfangen, will ich willkommen in unserer netten Kleinen. Ich habe Münzen und ich habe Waren. Mal Waffen. Sehen, ob wir uns einigen können. Ich will dir den verkaufen, den behalte ich, den verkaufe ich dir. Das kannst du haben. Kannst du haben. Elfenzweine behalte ich mal. Geiserschwert kannst du behalten, Langbogen kannst du nehmen. Stahldolch. Stahlschwert. Das behalten wir alles. Uiuiui. Dicke Verzauberungssachen haben wir bekommen, einen Zwergenbogen. Turnierbekleidung, einbändiger Eisenschild kannst du haben. Auch warum nicht? Elfenschild behalte ich. Die Fellrüstung kannst du gerne haben. Händlerstiefel, nicht Händlerstiefel. Käserstiefel kannst du auch haben. Kochmütze behalten wir mal. Felsschienen kannst du haben. Pelzrüstung kannst du haben. Kriegst dafür Geld. Dann kannst du die auch gerne haben. Und Schuhe, warum nicht, kannst du auch gerne haben. Schäbige Robe hier. Wert 0, egal. Schäbige Stiefel kannst du auch haben. Kannst du auch gerne alles haben. Vampir-Sachen behalten wir. Irgendwas, was ich gerne hier loswerden würde? Ne, eigentlich erstmal nicht. Also der beste Infiltrierexperte, den dieses Rattenloch von Gilde zu bieten hat. Okay, danke. Wenn ihr glaubt, ihr könntet meinen Posten übernehmen, wenn ihr zusätzliche Arbeit sucht, sprecht mit Wex. Zum einen, ich bin der beste Infiltrierexperte, den dieses Rattenloch von Gilde zu bieten hat. Das geht euch zu schnell? Soll ich euch denn vielleicht einfach ein paar Goldbeutel überreichen oder wollt ihr für euren Unterhalt auch etwas tun? Puh, sehr nett. Ich gebe euch einen kleinen Rat. Dieser Beruf ist alles andere als einfach. Sonst würde jeder kleine Gauner am Rattenwegeriff doch nach Strich und Faden ausnehmen. Wenn euch etwas auf dem Silbertablett serviert wird, hat die Sache oft einen Haken. Dann schnappt euch lieber das Silbertablett. Versteht ihr? Dann verstehen wir einander, ja. Gut. Jetzt ist es Zeit, dass ihr Erfahrung sammelt und ich will keine Zeit mit Nebensächlichkeiten vertrödeln. Okay. Ich will nichts beschönigen. Es geht uns hier unten nicht gut. Wer weiß. Der alte Delvin glaubt, es sei ein Fluch im Spiel. Ich glaube, er ist verrückt. Wenn ihr mich fragt, dann ist das einfach bloß Pech. Ihr könnt uns da draußen wieder einen Namen machen. Dafür sorgen, dass sie uns fürchten. So wie früher einmal. Und dabei könnt ihr auch gleich ein wenig Geld verdienen. Das ist doch kein schlechtes Geschäft, was meint ihr? Ja. Ich kümmere mich um Einbruch, Denunziation, Ausräumen und Raubüberfälle. Meistens muss man dazu irgendwo einsteigen. Wenn euch solche Arbeit nicht zusagt, wendet euch an Delvin. Bei ihm geht es etwas direkter und, sagen wir, persönlicher zu. Ganz einfach. Ihr brecht in ein Haus ein, schnappt euch einen bestimmten... Bei dieser Unschärfe die ganze Zeit. ...draußen, bevor die Bewohner überhaupt mitbekommen, was los ist. Der Haken an der Sache ist, dass ihr niemanden töten dürft, der dort lebt. Sonst könnt ihr die Bezahlung vergessen. Okay. Seid ihr bereit für einen guten alten Einbruch? Jawohl. Gut. Hier ist alles, was ihr wissen müsst. Ein Einbruch. Habt ihr etwas gestohlen, was der Rede wert ist? Na schön, aber wenn ihr verhaftet werdet, schiebt die Schulden nicht auf mich. Na, braucht man nicht. Das stimmt. Dieser Taugenichts von einem Waldelfen, der ist viel schlauer, als ich erwartet hatte. Könnt ihr es fassen, dass dieser Mistkerl seine Wachen mehr als verdreifacht hat? Es müssen 8 von ihnen dort drinnen sein. Als wollte er uns herausfordern, zu kommen und ihn zu holen. Nun, es gibt einen alten Abwassertunnel, der sich auf der nordwestlichen Seite der Insel in den See ergießt. So bin ich dort hineingelangt. Sicher ist er immer noch unbewacht. Gut zu wissen. Es ist schon eine Weile her, seit ich einen davon gesehen habe. Das ist ein Stein von Barensia. Nicht in diesem Zustand. Den Stein hat ein Dieb aus der zeremoniellen Krone Barensias entfernt, um seine Spuren zu verwischen. Ich glaube, es waren insgesamt 24. Die meisten Leute bewahren sie nur als Kuriosität auf. Im Laufe der Jahre haben einige Gildenmitglieder versucht, sie zu finden, aber ohne Erfolg. Nun, bis jetzt. Hört zu, ich kann nur Dinge kaufen, die ich schnell mit Gewinn weiterverkaufen kann. Und diese Steine will niemand haben, wenn nicht der ganze Satz beisammen ist. Ich sage euch etwas.
Kommt wieder, wenn ihr auch die restlichen gefunden habt. Sonst behaltet ihn. Vielleicht bringt er euch Glück. Macht ihr Witze? Seit sich das Glück der Gilde gewendet hat, ist uns das Gold ausgegangen. Und als das Geld knapp wurde, blieben auch die Leute fort. Wir hatten hier immer von allem das Beste. Der Rattenweg war ein richtiger Palast. Die glanzvollen Zeiten kehren erst zurück, wenn wir die zusätzlichen Aufträge ausführen, damit wieder Geld hereinkommt. Okay. Die zersplitterte Flasche war einmal eine Stadt unterhalb der Stadt. Wir hatten unseren eigenen Schmied, unseren eigenen Alchemisten, einfach alles. Wenn wir uns in Himmelsrand wieder einen Namen machen können, kann ich euch fast versprechen, dass diese Händler wieder zurückkehren werden. Das Beste wäre, dass wir mit Gold nur so um uns werfen und wieder ein Leben im Luxus führen könnten. Okay. Wenn ihr je etwas, was ihr bei der Arbeit gefunden habt, schnell zu Geld machen müsst, ist Tunilia der beste Hehler weit und breit. Und außer mir können euch auch Delvin, Niroin und Vipir beim Üben und Verbessern eurer Fertigkeiten helfen. Alles klar. Gut. Wenn ihr verhaftet werdet, ist das eure Sache. Mal wenn ihr zusätzliche Delvin. Arbeit sucht, sprecht mit Vex oder Delvin. Da gibt es immer was zu tun. Alle habt ihr Augen etwas sind gestohlen, was der Rede wert ist? Enttäuscht und Delvin war, glaube ich, der... Der wenn hier... Wenn ihr euch an die Regeln haltet, werdet ihr reich. Brecht ihr sie, fliegt ihr raus. Einfach, oder? Bist du hier, Delvin? Auch wenn ihr einer von uns seid, macht ihr lieber keinen Ärger. Ihr seid also Brynjolfs neuer Schützling, was? Jetzt, wo ihr es erwähnt, ja, in der Tat. Ich habe da einen Käufer mit einem, nun ja, sehr seltsamen Literaturgeschmack, der ein paar besondere Bücher sucht. Es soll sich um das wirrige Schreibsel eines Verrückten handeln, eines Zauberers namens Arondil, der sehr merkwürdige Interessen hatte. Das Ganze erstreckt sich angeblich über 4 Bände und ist äußerst schwer aufzutreiben. Mein Kunde bietet eine ansehnliche Belohnung dafür, die ich mit euch teilen würde. Okay. Dann sind wir im Geschäft. In späteren Jahren zog Arondil in die Eishöhlen, die als Ingwild bekannt sind. Er zog es vor, allein zu sein, um seine Experimente durchzuführen. Nur Gerüchte. Er hatte früher ein Haus in Dämmerstern, bis es niedergebrannt wurde. Das heißt, er habe mit entsetzlichen Wiederbelebungszaubern experimentiert. Rituale, die nur ein Totenbeschwörer durchführen würde. Nachdem er sich nach Ingwild aufgemacht hatte, hat man nie wieder etwas von ihm gehört. Ich weiß, die Flaschen, die letzten Jahre waren richtig schlimm. Okay. Ich hätte den Laden wenn ihr zusätzliche Arbeit sucht, sprecht mit Vex oder Delvin. Da gibt es immer was zu tun. Ja, dann schön, lass mich doch mal durch. Danke. So, wir haben jetzt hier alle... Oder warte, du warst... Alle bist du Delvin? Sind auf euch gerichtet. Brynjolf also. Ja. Lasst mich raten. Er hat euch auf der Straße aufgegriffen und euch einfach ins kalte Wasser geworfen, ohne euch die kleinen, gemeinen Details zu verraten. Richtig? Ja, richtig. Wenn ihr mich anlügt, werde ich ganz sicher nichts für euch tun. Versprochen. Andererseits, wenn ihr mir einige dieser zusätzlichen Aufgaben abnehmt, steigt ihr auf meiner Liste ganz nach oben. Uiuiui. Mit dieser Einstellung kann man hier reich werden und ein schönes, langes Leben genießen. Wir beide werden gut miteinander auskommen. Also, solltet ihr euch als fähig erweisen, habe ich jede Menge Aufträge für euch, um die Gilde wieder ins Geschäft zu bringen. Schaut euch doch mal um. Die zersplitterte Flasche, die Gilde. Es geht alles vor die Hunde. Noch vor ein paar Jahrzehnten war es hier genauso geschäftig wie in der Kaiserstadt. Aber jetzt kann man schon froh sein, wenn man nicht über einen Skever stolpert. Okay. Passt auf. Ich weiß, dass die anderen mich für leicht verrückt halten, so etwas zu sagen. Aber ich will offen mit euch sein. Irgendwer oder irgendwas da draußen ist verdammt sauer auf uns. Ich habe keine Ahnung, was dahinter steckt. Aber es geht nicht nur um uns beide. Wir sind verflucht. Ich sage euch, was wir machen. Wir ignorieren diesen verdammten Fluch einfach und sorgen dafür,
dass alles wieder so wird wie früher. Da kommt ihr ins Spiel. Ich habe jede Menge Arbeit für euch, mit der ihr uns bei der Rückkehr zu altem Glanz verhelfen könnt. Ihr müsst einfach nur fragen. Dann kommen wir beide so sauber wie nach einem Bad aus der Sache heraus. Ich bin für die Diebstähle, Bilanzfälschungen und Raubzüge zuständig. Die etwas delikateren Aufträge. Okay. Wenn ihr Einbrüche bevorzugt, dann sprecht mit Vex. Die meisten Unternehmen in Himmelsrand dokumentieren ihre Aktivitäten in einem Geschäftsbuch. Euer Auftrag wäre es, die Zahlen in diesen Büchern so zu verändern, dass dadurch die durch unsere Aktivitäten entstandenen Defizite verschwinden. Lust, den Griffel zu schwingen. Denkt an die Regeln. Die Aufträge müssen sauber und leise erledigt werden. Hier sind die Details. Okay. Nehmt euch einen Stuhl und ein Getränk. Wer sollte denn so verrückt sein, euch für eine Diebestour bei Maven zu bestellen? Das hätte ich mir denken können. Seit sie ihn ins Gefängnis werfen ließ, liegen Sibby und Maven im Streit. An eurer Stelle würde ich vorsichtig sein. Mit Maven sollte man sich nicht anlegen. Eine der ersten Regeln, die man hier unten lernt. Soweit es die Gilde betrifft, geht das nur Sibby und Maven etwas an. Offiziell haben wir damit nichts zu tun. Okay. Passt auf euch auf da draußen. Die von Arengoth angeheuerten Söldner sind professionelle Mörder. Fragt mal unsere arme kleine Vex. Vor Jahren verfügte die Gilde über Niederlassungen in allen größeren Städten von Himmelsrand. Niemand hätte sich getraut, auch nur einen Apfel aufzuheben, ohne uns vorher zu konsultieren. Als hier in der Provinz alles drunter und drüber ging, wurde es schwierig, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Wir verloren Hehler, einflussreiche Kontakte und Geld. Es dauerte nicht lange, bis wir verloren, was uns am Leben hält. Respekt, wenn ihr diese Aufträge annehmt und den Leuten wieder etwas Angst macht, können wir die Städte zurückerobern. Dann würde man uns auch wieder ernst nehmen. Dank Maven Schwarzdorn verfügen wir noch über etwas Einfluss in Rifthorn. Wer aber in Weißlauf verhaftet wird, wandert direkt ins Gefängnis. Wenn wir durch einen bedeutsamen Auftrag das Vertrauen einer besonders einflussreichen Person gewinnen können, würde das auch unseren Einfluss vergrößern. Einen solchen Auftrag bekommen wir nur, wenn wir in diesen Städten kleinere Gefälligkeiten erledigen, bis man uns dort kennt. Dann würde man mich kontaktieren und es könnte losgehen. Wenn ihr Geld für die Früchte eurer Arbeit wollt, dann sprecht mit Tonilia. Sie mag schroff klingen, aber sie wird euch einen fairen Handel anbieten. Außerdem solltet ihr etwas Zeit im Trainingsraum zubringen. Sprecht einfach mit Vipir. Er wird euch alles zeigen. Okay, gut, danke. Immer schön sauber bleiben. So. Dann gehen wir mal hier hin. Ja, haben wir jetzt auf jeden Fall wieder eine Menge Aufträge bekommen. Uiuiui. Die habe ich schon gehört. Wo kommen wir denn hier raus? Das würde mich mal interessieren. Ich hab schon einfach gedacht, jawohl, wir kommen doch hier raus. Hab ich doch gewusst, dass wir hier rauskommen. Die Skill entdeckt. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Die Folge ging jetzt echt mega lange. Also, haut rein. Ciao, ciao.